mal was draußen. Ich bin Jan von Bayes Night. Herzlich willkommen zu einem neuen Videokanal. Heute haben wir was richtig Geiles und zwar so mäßig ähnlich was wie Hobbyprodukt zur Fußball aus vom deutschen Panini Shop. Auf jeden Fall haben wir die Panini Score FIFA 2021-2022. Wir haben hier zwei Retail-Boxen, heißen die. Sehen aus wie Hobby-Boxen, sind aber Retail-Boxen offiziell. Und da haben wir noch Fatpack-Boxen. Ich werde heute eine so Fatpack-Box öffnen. Dann kommen natürlich aber die Boxen kommen auch noch. Und ich habe auch einen geplanten Battle zu machen zwischen einer von den Boxen und einer von den Boxen. Ich bin auf jeden Fall hyped. Warum habe ich das so komisch begonnen, das Video? Panini Deutschland, muss man dazu sagen. Panini Deutschland hat echt viel Mühe reingesteckt, viel investiert, damit sie schaffen, Hobbyprodukte, auch vom Fußball, aber auch von Basketball, Football und so weiter, nach Deutschland zu bringen, im deutschen Shop anzubieten. Das haben sie über ein paar Jahre gemacht. Es wurde immer besser, wurde immer größer, hat sehr gute Anklang gefunden, aber dann, jetzt geht es leider nicht mehr. An alle, die sich da immer drüber, auch drüber ärgern, zu Recht drüber ärgern und das blöd finden, will ich nur dazu noch sagen, es liegt nicht an Panini Deutschland. Die bekommen einfach die Ware nicht und die tun das Beste für uns. Also das muss man dazu sagen. Und jetzt hat Panini sich aber was Gutes ausgedacht. Und zwar bringen sie jetzt für den europäischen Markt, weil die Hobby-Serien nur noch eigentlich in den USA, bis auf Mini-Ausnahmen, kommen und ich glaube Asien teilweise auch, haben sie jetzt diese Score-Serien. Score ist bei anderen Sportarten, also Basketball, Football und so weiter, gibt es schon länger. Das ist meistens eine der ersten Serien, die im Jahr kommt. Die ersten Rookies, die man bekommen kann. Und eine eher Low-End-Serie, also eher günstiger, sage ich mal. Aber trotzdem eine coole Sache. Und Panini hat die jetzt nach Europa gebracht für Fußball. Wir haben hier die FIFA-Serie, das ist die Nationalmannschaften und Club. Karten. Dann gab es schon eine Premier League Serie davon, die gab es ausschließlich in UK, also in England. Da habe ich bisher auch noch keine, meine Hände an keine Boxen und so weiter bekommen. Aber die sahen schon sehr, sehr vielversprechend aus. Jetzt gab es diese Serie, die gab es dafür wieder nicht in England, glaube ich, sondern nur sozusagen für Rest von Europa. Aber ich habe schon gesehen, Panini hat jetzt angekündigt, es gibt auch eine jetzt für die Serie A. Ich weiß nicht, kann gut sein, dass es die dann nur in Italien gibt. Und dann haben sie ja noch weitere Lizenzen. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Heute haben wir erstmal die FIFA-Serie. Sorry für die große Einleitung, aber ich will euch die ganzen Infos immer geben. Ich packe jetzt mal die großen Boxen weg. Das sind die Retail-Boxen, heißen die. Warum heißen die Retail-Boxen und nicht Hobby-Boxen, obwohl die aussehen wie Hobby-Boxen? Ich gehe mal davon aus, weil keine Autogramme garantiert sind. Man kann Autogramme bekommen. Richtig, richtig geile Autogramme sogar. Aber es sind keine... Es gibt kein Produkt, wo Autogramme garantiert sind, deswegen nennen sie es, glaube ich, Retail-Produkte. Und dann haben wir die Fatback-Boxen, die lasse ich einfach mal stehen. So, die schiebe ich mal so zur Seite. Haben wir welche im Hintergrund und schieben uns eine nach vorne. Paar Hintergrundinformationen zu den, die hier haben 60 Euro gekostet, die hier haben 72 Euro gekostet, direkt im Panini-Shop. Und ich sage euch auch, was ihr da drin bekommen könnt. Hier sind 12 Fatpacks drin, insgesamt 360 Karten, insgesamt 4 Numbered Parallels und ich habe gehört, es soll einige niedrige Nummerierte geben, es soll auch viele niedrig Nummerierte in den Boxen geben, teilweise mehrere, sehr, sehr niedrige in einer Box. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. 20 weitere Parallels und dann noch 24 Inserts. Das heißt, wir sollten pro Päckchen, sollten wir 2 Inserts und 2 Parallels bekommen und das sind dann entweder eine Numbered und eine Unnumbered oder zwei Unnumbered und ja, also ein Päckchen hat 6 Euro gekostet, eine ganze Box mit 12, dann logischerweise 72 Euro. So, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal, die Boxen sehen aus wie normale Fatpack-Boxen, die man sie von anderen Serien auch kennt, von Panini America. Ich habe tatsächlich noch eine Donruss Fatpack-Box von paar Jahren, also wo es zum Beispiel auch die, glaube ich, einer der ersten Karten von Mbappé und so gab, diese Hybrid-Serie zwischen Donruss und Optik. So, so sieht das Ganze aus, diese Boxen sind einfach sehr, sehr geil, ich feiere, dass Panini das jetzt endlich nach Deutschland gebracht hat und ja, ich stelle die mal nach oben, dann sieht es vielleicht cooler aus, weil wir machen es so, wir stellen die in die Mitte und nehmen dann die Päckchen raus, so.
So sieht das Ganze aus. Ich habe mir natürlich auch Sleeves und so weiter bereitgelegt. Ich bin echt gespannt, was wir so ziehen. Von meiner Eintracht gibt es auf jeden Fall Raphael Santos Boré und jetzt auch Ansgar Knauf. Boré für Kolumbien und Knauf noch für Dortmund. Ich weiß nicht, ob es noch jemand anderen gibt. Ich glaube nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, Nationalmannschaften und Clubteams. Wir schauen uns das von hinten an. Das ist das, was man bekommen kann. Wir haben hier die Laser Prism, das heißt, nicht Prism, sondern Laser Parallels. Das heißt, hier haben wir Laser Parallels drin und hier haben wir Lava Parallels drin. Ne? Das werdet ihr dann sehen, wie die aussehen. Und ja, ich würde jetzt gleich beginnen. An der Stelle natürlich auch groß Dankeschön an Panini, wie immer, die uns auch hier wieder dieses ermöglicht haben, dass wir euch die Serie so ausführlich präsentieren können. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auch irgendwas Cooles ziehen. Und ich muss sagen, seit mehreren Jahren rede ich schon mit Steffen die ganze Zeit darüber, dass wir endlich auch für Fußball so ein paar so Low-End-Premium-Serien brauchen. Wir haben natürlich die ganzen so Adrenalin, XL und so weiter, aber wir brauchen auch so eine Premium-Serie und das ist genau das, was wir meinten. Und zwar so eine Low-End-Premium-Serie, das heißt, wir haben hier so Pappe, aber dann zum Beispiel Score ist dann so mit so einer Folie. Der Name wäre vielleicht auch cool gewesen, wenn der mit vorher gewesen wäre, aber ja. Karol Swiderski ist unser erster Spieler, jetzt hier auch mit Rookie-Logo, was sehr cool ist. Und von hinten sehen die so aus, also nochmal das Spielerbild und so weiter. Ein paar Infos, ein kleiner Text. Sehr, sehr cool gemacht, also unser erster Rookie gleich. Und ja, so. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch. Wir haben Jimenez, dann haben wir Matthias Ginter, Luis Diaz, Mallory Pugh, die soll ja richtig, richtig krank sein. Von der eine Pearl wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Also auch die US-Frauen sind wieder mal vertreten. Alexander Isak, Paredes, Bentancur, Verratti, Kovacic, Ferran Torres, Lewandowski, sehr cool. Dann Bukayo Saka, sehr, sehr cool. Ter Stegen, Jordan Tizi, wieder Rookie für PSV Eindhoven, Sadio Mané, Goretzka, Kulusevski, Dzeko, Klaassen, Leao, Donnarumma, Reus, Jamal Musiala, sehr, sehr cool, Depay, Skriniar und dann haben wir unsere erste Parallel, Leute. Wer ist das? Es ist Manuel Akanji, ich habe nur kurz Dortmund gesehen. Manuel Akanji und da seht ihr den Laser-Effekt, so heißen die. Ich glaube, in Amerika werden die auch teilweise Sunburst genannt. Aber ich glaube, hier hießen sie jetzt Laser. Ja, Laser heißen die hier. Aber ja, rote Laser sind, glaube ich, die Standard-Parallels. Und dann noch Bukayo Saka, sehr, sehr cool. Also, ich glaube, die roten sind immer die Basis, so Parallels, die Unnumbered, die sind, also wie gesagt, nicht nummeriert. Und davon halt immer eins oder zwei pro Pack. Trotzdem sehr, sehr cool. Dann haben wir noch die Insights mit Scoring Team, Leon Goretzka und dann Next Level Stats, Giorgio Chiellini. So, jetzt habt ihr den ersten Eindruck bekommen. Ich finde, die Karten sind sehr, sehr schick, sehr, sehr cool, aber auch natürlich gleichzeitig ein bisschen natürlich auch simpel. Also simpel, aber cool. So, kann man das so sagen. Ich muss sagen, ich packe meine Sleeves aus. Die Parallels werde ich sleeven. Versuche das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen mit dir hier, aber ihr könnt ja auch immer mal so 10 Sekunden oder so vorskippen, falls ihr so, aber die Saka, die wollte ich auf jeden Fall gesleeved haben. So, zweites Päckchen. Am Anfang nehme ich mir gerne immer ein bisschen Zeit, aber jetzt darf es auch ein bisschen schneller gehen, weil es ja vom beim Zugucken ist es dann auch mal ein bisschen cooler, ein bisschen besser. So. Ich bin gespannt, was für Numbers wir bekommen. Es ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Coole Rookies. Natürlich die großen Namen sind alle mit dabei. Timothy Weah, Kulusevski. Ich glaube, den hatten wir eben schon bei Juve, kann sein. Pogba, Hazard, Sterling, Gündogan, Griezmann, Tielemans, Declan Rice, Goretzka, Wilmar, Barrios, Rookie. Ich muss sagen, bei diesen ganzen Rookies teilweise kenne ich die selber nicht, obwohl ich schon sehr, sehr viel Fußballer kenne. Aber ja, mal gucken, man weiß nie, vielleicht wird hier noch was aus. Hier, Kajust, ich weiß nicht mal genau, wo er spielt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr, sehr gutes Talent sein soll. Steht hier drauf, wann er geboren wurde oder so? Nee. Nee, auf jeden Fall, Kajust, Rookie soll auch auf jeden Fall, den Namen habe ich schon mal gehört.
Ist aber, glaube ich, auch noch ziemlich under the radar. Bruno Fernandes, Müller. Dann der auch sehr, sehr gut, Noni Madueke, ein Engländer, der aber bei PSV Eindhoven, also den Schritt zu Eindhoven gemacht hat und da auch ganz gut auftritt. Und Engländer sind immer gut, auch zum Sammeln. Dann Cristiano Ronaldo, sehr, sehr cool. Und ihr seht, das sind alle Spiele, die können wir alle als Parallel, als Nummerierte ziehen. Und wir haben, glaube ich, wieder einen roten. Marc-André Ter Stegen ist unsere erste Numbered. Unsere erste Parallel. Und dann noch Kai Havertz, also zwei deutsche Nationalspieler. Einmal im Barca-Trikot, einmal im Deutschland-Trikot. Und dann nochmal Havertz gleich hinterher als Scoring-Team. Sehr cool. Also bisher die Parallels ganz cool. Kai Havertz und dann Next Level Stats Kylian Mbappé. Also bisher noch nichts Wildes, noch nichts Nummeriertes, aber die Spieler stimmen doch schon mal. Arno Base, Ronaldo und nochmal Kai Havertz. So, Kai Havertz, Mina, Level. So, ich gehe das mal kurz durch. Raspadori als Rookie. Ich glaube, den gab's den schon mal bei einer anderen Serie. Florian Wirtz, sehr cool. Und den würde ich natürlich auch gerne eine Parallel ziehen. Ich hoffe, er regeneriert schnell. Ich weiß nicht, ob es für die WM reichen kann. Ich denke aber eher nicht, so was man so gehört hat. Er hat sich ja schwer verletzt. Dann haben wir unseren ersten Frankfurter, Rafael Santos Boré. Das ist für die meisten von euch irrelevant, aber für mich sehr cool. Also von denen nehme ich jede Parallel gerne. Aber generell, guck mal hier durch, was für Namen dabei sind. Leo Messi zum Beispiel, Erling Haaland, Leroy Sané. Die sind alle da mit dabei. Und ne, wir haben wieder eine rote. Ich dachte kurz wegen dem blauen Trikot, das wäre irgendwie was Nummeriertes, aber es ist nur, in Anführungszeichen, nur Jack Grealish in Rot. Und dann haben wir, glaube ich, schon unsere erste Number Parallel, das ist eine pinke und ich glaube, pink ist zu 15. Puh, jetzt könnte schon entscheiden werden. Ich habe Rot gesehen, Rot kann alles sein. Und es ist Andrew Robertson, nee, zu 25 tatsächlich. Ich dachte, die pinken hätte ich gesehen, wären zu 15. Zwei von 25 Robertson. Mach ich nur den, nee. Leider die Folie hier so eine Printline an der Seite. Aber unsere erste Nummerierte zu 25 Andrew Robertson. Guter Spieler. Bei den Spielern, die wir eben schon gesehen haben, die alle hier drin sind, hätte es sogar noch ein bisschen besser sein können. Aber erste Nummerierte. Dann haben wir die Breakable. Nee. Wie heißen die denn? Ich kann das nicht lesen. Ich dachte, die heißen Breakables. Aber ja. Breakthrough? Also Breakthrough, okay. Was denn? Llorente und Gigi Donnarumma. Ja, ich wusste, wie die Pearls eigentlich heißen, aber irgendwie bin ich jetzt. Habe ich es nicht lesen können. So, also, unsere erste Parallel, Andrew Robertson zu 25. Ich hoffe, das geht aber noch besser. Autogramm wäre natürlich krank. Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Autogramme sind hier in jeder 10. Box. Und in diesen anderen Retail-Boxen, glaube ich, in der 5. Box. Muss es sein. Also sehr, sehr selten. Es gibt einige, die so auch zu nur 199 sind. Andere gibt es nur maximal irgendwie 10 Mal oder so. Also, und zum Beispiel so, ich glaube Maradona, ich glaube die seltenste ist Trezeguet. Oder was er? Oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es gibt Autogramme. Ich habe es nicht groß erwähnt, weil ich mache mir nicht so viele Hoffnungen. Falls wir eine ziehen, ist es umso krasser. Aber mal schauen. N'Golo Kanté, Courtois, Mount, Brahim Diaz, Mbappé, sehr geil, Hazard, Werner, Yunus Musa, der war letztes Jahr Rookie. Dann Kimpembe hat hier eine Rookie-Card bekommen. Für manche ein bisschen irritierend, glaube ich, weil er schon so lange dabei ist. Aber ich muss sagen, ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass Kimpembe mal eine Karte hatte bei irgendeiner Premium-Serie oder so. Aber natürlich, ja. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ist, glaube ich, auch schon mindestens bestimmt 23, 24. Aber ja. Jeremy Doku, Neres, dann Mike Maignan, der Keeper von AC Milan. Dann haben wir nochmal Kimpembe. Also zwei Rookie-Karten, einmal bei PSG, einmal bei Frankreich. Dann haben wir
Greenwood, Fatih, Philipp Max ist dabei, nochmal Kylian Mbappé, Shaw, Kimmich, Locatelli, Bernardo Silva, Sebastian Haller, auch sehr, sehr cool für mich, Ex-Frankfurter. Dann den nächsten roten, Rookie Jordan Tizi, den hatten wir eben schon als Base. Und dann einen Kolumbianer, aber leider nicht Boré, sondern Yerry Mina. Das sind die beiden roten. Breakthrough, Ferran Torres und dann in ersten Hot Rookies. Davon gibt es zum Beispiel auch Ansgar Gnauf. Ivanušek für Kroatien. Wobei, ich glaube, ich werde jetzt nicht alles leaven. Das tue ich euch nicht an. Naja, es sind aber extrem viele Karten. Ich glaube, pro Päckchen sind es ja 30 Stück. Deswegen, ich versuche auch die Namen, also die hier ein bisschen schneller durchzugehen. Joshko Gvardiol, Rookie, sehr cool. Der Leipziger. Ja, ich werde da nicht jeden Namen sagen. Aber ihr könnt ja immer pausieren. Ihr seht ja, wer gezogen wird. Hier Olmo mit Blau oben, finde ich ganz cool. Das Bild. Nochmal Torres. Ibrahim Sangare. Der Rookie. Youssoufa Moukoko, sehr cool, auch dabei. Gravenberch, die letztes Jahr Rookie waren jetzt in ihrem Second Year. So, dann geht's weiter mit unseren roten Parallels. Das ist Sadio Mané als erstes und dann haben wir eine blaue Parallel. Keine Ahnung, wie die nummeriert sind. Blau ist meistens nicht so super niedrig nummeriert, aber cooler, guter Spieler. Gut, und es ist Sandro Tonali, sehr, sehr cool. Und die ist nummeriert zu 49. Tonali, sehr cooler Spieler. Auch, ich weiß gar nicht, der hatte auf jeden Fall mal, ich glaube, bei Chronicles ein Rookie-Ticket oder so. Aber das glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her. Sandro Tonali bei, aus Brescia. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. War auf jeden Fall gut. Ja, jetzt zu 49. Unsere zweite Parallel, damit haben wir die Hälfte unserer Nummerierten bekommen. Einmal zu 25, einmal zu 49. Da haben wir noch Scoring-Team, oder Score-Team. Jürgen Brandt und Manuel Neuer All-Hands-Team. So, also ich glaube, Tonali und Robertson sind zwei coole Spieler. Das ist halt immer, das war schwer zu kommentieren, sage ich mal, weil das an sich sind es halt erstmal coole Spieler und so weiter. Aber wenn man dann sieht, wen man sonst so ziehen kann, dann, ja, dann weiß man auf jeden Fall, dass es noch besser geht. Nochmal Mallory Pugh. Dann Alexander Isak. Ihr seht hier, da sind auch einige Doppelte jetzt dabei. Aber wir bekommen halt einfach viele Spieler. Ich glaube, hier sind teilweise wirklich viele Doppelte dabei. Aber es sind so viele Karten, die man hier zieht. Da müssen halt auch ein paar Doppelte dabei sein. Deswegen hofft man immer, dass die Guten dann doppelt sind. Davy Klaassen jetzt bei Ajax wieder. Und dann nächste Rote ist Kingsley Coman für Frankreich. Score-Team Angel Di Maria und Marc-André Ter Stegen hat auch so eine All-Hands-Team bekommen, also Neuer und Ter Stegen. Ja, oh, die sleeve jetzt glaube ich nicht. Im Nachhinein werde ich alles sleeven. Bei den Rookies muss ich mal schauen. Und halt dadurch, dass es halt so viele Spieler sind, kann man irgendwie auch nicht alle immer sleeven und toploaden und gucken, muss man halt priorisieren. So, Wojciech Szczęsny, beginnen wir. Dann Lionel Messi im Argentinien-Trikot, sehr cool. Den würde ich als Parallel auch sehr gerne nehmen. Deswegen, dadurch, dass halt so viele auch der guten Spieler so doppelt drin sind im Nationalmannschaftsdress und für den Verein, ist halt, man kann man sich vielleicht doch ein bisschen Hoffnung machen, dass man die dann auch als Numbered oder so zieht. Dann haben wir Vinha als Rookie. Aber ein bisschen Hoffnung zumindest. Rodri, dann haben wir Boskagi. Wieder für Eindhoven. Die Eindhoven-Spieler sind alles Rookies. Merkt ihr schon. Jude Bellingham. Reina, De Bruyne und Leon Goretzka. Den nehme ich gerne. Super Spieler. Und dann die nächste Rote ist Rose Savelle. Keine Ahnung, ob die gut ist. Dann haben wir aber eine sehr coole Breakthrough Pedri für Barca und Next Level Stats Robert Lewandowski. Wie immer, wenn ihr euch die auch gegönnt habt,
Dann schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. So, dann gehen wir jetzt mal wieder durch. Raspberry wird sehr cool. Also ich hoffe auf jeden Fall, das ganze Set hier möglichst easy voll zu bekommen. Wie ihr seht ja, ich habe hier noch ein paar Boxen stehen, die ich auch noch öffnen werde. Und da bin ich mal gespannt, was wir noch alles ziehen. Als erstes Rafael Leão in Rot und dann, glaube ich, noch einen roten. Und das ist Nandes. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Da haben wir Breakthrough, Florian Neuhaus, der mich ein bisschen enttäuscht. Hatte wirklich sehr, sehr coole und sehr, sehr gute ein, zwei Jahre gehabt. Aber jetzt so die letzte Saison, diese Saison, ein bisschen abgebaut. Und Road Rookies, leider kein Ansgar Knauf, aber dafür auch einer aus der Bundesliga. Josip Stanicic für den FC Bayern. Bei den Hot Rookies muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das Design fühle ich jetzt irgendwie nicht so krass, aber trotzdem coole Karten. Ich weiß gar nicht, wer so die besten Spieler sind, die man hier so ziehen kann. Gavi gibt es als Rookie leider noch nicht. Oh, jetzt bin ich interessant. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier ein Stück von der Karte. Drin, ne? Können wir raten, von wem das ist? Okay, interessant. Also hier ist so ein extra Schnipsel, aber wenn ich so die Bilder anschaue, sieht es aber auch so aus, ob das so ein extra Ding ist zwischen den Karten. Das heißt, hoffentlich ist keine unserer Karten beschädigt, aber cooles Extra. Das sollte natürlich eigentlich nicht dran sein, aber ich finde es halt immer ganz, ganz cool, wenn sowas mal dabei ist. Dann Barrios wieder. Hier Kajust. So, also viele, viele bekannte Gesichter. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile mal alle hatten. Aluiki, Ronaldo, Manja, Kimpembe. Und dann haben wir Gigi Donnarumma. Von dem ich immer noch schade finde, dass er zu PSG gegangen ist. War immer ein großer Fan. Dann haben wir nochmal eine blaue, wahrscheinlich dann wieder zu 49. Und es ist Bernardo Silva für Man City, 12 von 49. Also Höchstnummerierung ist, glaube ich, auch 99. Das heißt, die sind alle trotzdem so oder so relativ niedrig nummeriert. Ich finde, 99 ist noch relativ niedrig. Also es geht noch zweistellig. Aber 49, ja, ist cool. Also 2x49, einmal 25. Noch nichts super, super krasses, aber cool auf jeden Fall. Mahrez und Next Level Stats Benzema. So, drei Päckchen noch, eine nummerierte sollte noch dabei sein. Ich hoffe ja auf irgendwas zu 10 oder niedriger. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie die One-of-Ones aussehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die schwarz sein werden. Das wäre natürlich krass. Kozlowski. So, ich leg mir einfach die Rookies mal ein bisschen hier raus. Mal gucken. Wie gesagt, weiß selber nicht, was so die heißen Namen sind. Also Madueke kenne ich auf jeden Fall. Pedri, sehr cool. Rookie Gakpo. Gakpo auch richtig starker Spieler. Wird wahrscheinlich jetzt im Sommer auch wechseln. Einige große Namen an ihm interessiert. Dann haben wir erstmal Dejan Kulusevski. Und dann haben wir nochmal was Rotes. Emil Forsberg. Also zwei Schweden zusammen. Dann haben wir Duvan Zapata und Daniel Munoz, Rookie. Hot Rookies. Cool. So, zwei Päckchen noch. So wie ich uns kenne, werden wir die letzten nochmal im letzten Pack ziehen, aber vielleicht auch nicht. Wir bereuen es auf jeden Fall dabei, als irgendeine Inset. So. Autogramm aber ist ja auch noch nicht dabei. Keine Ahnung, wo die überhaupt im Pack sein würden. Achso, ich wollte mal anmerken. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendeine Karte irgendwie falsch geschnitten war. Aber da haben wir so ein kleines Extra-Souvenir. Das wird bei mir auf jeden Fall auch ins Album kommen. Petri Siderski. Diaz. Robertson nochmal als Base. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar, die wir noch nicht hatten. Easy, Mané,
wir haben. Nee, natürlich. Goretzka, ich wollte sagen, wir haben schon wieder eine Perle. Oh, wir haben eine grüne Perle! Eine grüne, Leute. Ich glaube, ich habe was Grünes gesehen. Ich glaube, Grüne sind zu 5. Edin Dzeko. Und wir haben irgendwas. Oder sind das die Case-Hits? Was steht da? Da steht Mexiko. Ah, das ist, glaube ich, nur das Grüne von Mexiko. Ah, schade. Mal gucken, was es ist. Was ist das? Es ist doch eine goldene. Okay, jetzt war ich komplett verwirrt. Erst von grün, dann war sie oben auf einmal so dunkel. Dachte ich, dann bekommen wir doch unsere schwarze One-on-One. Rookie Obelin Pineda. Für Mexiko. Nummeriert 6 von 10. Da bekommen wir doch noch unsere sehr, sehr niedrig nummerierte Karte. Pineda, muss ich sagen, keine Ahnung. Aber Rookie-Logo ist auf jeden Fall ein kleiner Pluspunkt. Wenn man den Spielern gar nicht kennt, dann ist das trotzdem irgendwie ein Rookie-Logo draußen ganz nice. Pineda ist unsere letzte Numbered. Dann haben wir noch Breakthrough, Phil Foden und dann noch die Next Level Stats von De Bruyne. Und dann haben wir noch ein Päckchen. Wobei, ich glaube, das werde ich einfach zulassen, weil wir haben ja jetzt viel genug gesehen. Wir haben unsere vier Numbers gesehen, bekommen. Wobei, ich sammle ja eigentlich immer so Päckchen und so weiter. Da habe ich kurz überlegt gehabt, ob ich hier so eins auch mir zurücklege. Aber nee, ist mir egal. Ich will euch einfach die Karten zeigen. Ja. Wir beginnen mit Mbappé. Also wenn jetzt irgendwas Krankes drin ist, dann hätte ich es fast nicht aufgemacht. Guardiola nochmal, sehr cool. Nochmal Mbappé, zweimal Mbappé, das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Wobei, den gibt es nicht als Autogramm. Sangaré. Da haben wir noch Marco Reus in Rot und dann sollten wir noch eine rote haben und das ist Giacomo Raspadori. Ich glaube, 21 Jahre alt oder so ist der. Oh, wir haben eine Numbered. Wir haben noch eine fünfte Numbered. Geil. Geil, geil, geil. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich habe auch schon gesehen, welcher Spieler es ist. Breakthrough. Und ihr seht hier, es ist nochmal ein Breakthrough, aber diesmal in Gold glänzend. Deswegen gehe ich von aus, dass sie wieder zu 10 ist. Kann das sein? Breakthrough. Jules Koundé. Sehr, sehr geil. 10 von 10. Wir haben eine Bonus-Numbered. Eine nummerierte Insert Breakthrough Jules Koundé, französischer Innenverteidiger. Später, ich glaube, war auf jeden Fall immer bei Sevilla. Ich weiß gar nicht, ob er dann letztes Jahr gewechselt ist. Ich glaube nicht. Also seit 2 Jahren oder so heißt es irgendwie immer, dass er wechseln soll. Aber sehr, sehr geil. Also, seht ihr, ich hätte es fast nicht geöffnet, das Päckchen. Der hätte wahrscheinlich der Koundé hier für keine Ahnung wie lang, für immer, bei mir im Schrank gelegen. Jules Koundé. Damit haben wir zweimal eine nummerierte zu 10 in den letzten beiden Päckchen, Leute. Also öffnet eure Päckchen. Hier haben wir noch irgendwie so einen Punkt. Okay. Geil. Also zweimal nummeriert zu 10. Pineda und Koundé. Jules Koundé kenne ich auf jeden Fall. Kranker Innenverteidiger. Auch noch richtig jung. Ich weiß nicht, ob es hier draufsteht. Nee, hier stehen leider nicht die Geburtsdaten drauf. Aber ich glaube, der ist auch 22 oder so. Dann 2x zu 49 mit Tonali und Bernardo Silva und dann zu 25 Robertson. Also, schaut es an, das macht einfach Bock. Ihr bekommt viele, viele Karten. Das heißt, für alle, die so Sets sammeln wollen und so, wobei dann habt ihr mit einer Box wahrscheinlich fast das ganze Set. Dann bekommt man hier noch viele dieser roten und dann 5 Numbered, also 4 solltet ihr immer bekommen. 5 Numbered haben wir hier, 2x zu 10, 1x zu 25. Kranke Boxen. Die Spieler, wie gesagt, hätten ein bisschen besser sogar noch sein können. Aber eine Koundé zu 10 ist sehr, sehr geil. Also, das war mein Video zu der Fatpack Box. Wie gesagt, sehr, sehr bald wird dann auch eine von den Boxen kommen. Und dann werde ich nochmal, da bin ich mal gespannt, wie lang das Video am Ende sein wird. Da darf ich wirklich gar nichts dazu sagen zu den Dingern. Da werde ich nämlich hier, glaube ich, einmal Fatback gegen Retailbox machen. Also da dürft ihr schon gespannt sein. Das wird wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr langes Video. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Kein Autogramm leider dabei, dafür 2x zu 10, eine Excel Numbered. Sehr, sehr cool. Das war's von mir für heute. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank an Panini, wie immer, für die Unterstützung.
Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch mal den Panini-Shop. Ich glaube, die Produkte sind alle ausverkauft. Panini hat die im Shop gehabt, die waren nach wenigen Stunden ausverkauft. Hat dann nochmal mehr besorgt für den deutschen Markt und die waren auch, glaube ich, relativ schnell ausverkauft. Also folgt uns auf jeden Fall, wenn ihr immer die neuesten News wissen wollt. Wir haben auf die Boxen damals, als sie rausgekommen sind, auch auf Instagram verlinkt und euch darauf aufmerksam gemacht. Deswegen folgt uns gerne da auf Instagram und auch Panini natürlich gerne auf Instagram. Und ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snited. Ciao, ciao.